So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing New Horizons. Ich bin gerade erst aufgestanden, also falls ich wieder sehr nasal klinge oder verschnupft, liegt das daran. Und heute ist der 22. März. Ja! Ich möchte übrigens an der Stelle bitte nochmal erwähnen, falls ihr selber Zeitreisen tut. Ich erkläre nicht mal wie, man kann in Animal Crossing auf jeden Fall auch so gesehen Zeit skippen und so ganz viele Tage überspringen, damit alles schneller geht. Wenn ihr solch eine Person seid, bitte schreibt keine Kommentare oder beziehungsweise spoilert nichts. Vielen Dank und jetzt gehen wir mal nach draußen. Weil es ist halt schon nervig, wenn solche Leute, die ungeduldig sind, einem dann alles spoilern im Spiel oder so. So wenig hat man auch nicht zu tun. Schauen wir doch mal, was Tom Nook uns heute zu sagen hat. Ah, hallo. Oh, guck mal, sogar die Kleiderfrau ist da. Das ist Ingrid? Was ist ich? Den Namen habe ich komplett vergessen, aber wir wissen ihn ja bestimmt gleich. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Sonntag, der 22. März 2020, 9.02 Uhr. Die Neuigkeiten heute? Wir freuen uns, einen neuen Zugang auf Zylindrien zu begrüßen. Prinz! Wenn ihr ihn seht, heißt ihn bitte ganz herzlich willkommen. Weiter im Text. Prinz? Habe ich den angesprochen? Weiß ich nicht. Tada! Zylindrien hat heute auch ein Museum! Oh ja, ein wirklich großartiges Museum mit Ausstellungsräumen für Insekten, Fische und Fossilien. Eugen, der Kurator des Museums, steht allzeit für die Annahme von Spenden zur Verfügung. Gott sei Dank, ich habe echt viele. Auch Fossilien untersucht er zu jeder Zeit. Und der Eintritt ins Museum ist obendrein gratis. Übrigens wird es wie üblich eine feierliche Zeremonie zu diesem Anlass geben. Kommt einfach ins Service Center, wenn ihr Interesse habt. Tja, damit sind wir bei der letzten Ankündigung für heute. Für alle Bastler auf der Insel habe ich eine ganz besonders dedikate Nachricht. Denn für Bastelveteranen bieten wir nun einen speziellen Umgestaltungskurs an. So könnt ihr das Aussehen eurer Bastelprojekte umgestalten. Hm? Dieser Kurs wird eure Kreativität beflügeln. Der Kurs findet im Service Center statt. Kommt vorbei, wenn ihr mal kreativ tätig werden wollt. Das war alles. Und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. Ah, cool. Wir haben ja gestern eigentlich, oder ich habe gestern ja gelernt, dass man Kleidung editieren kann. Falls es euch aufgefallen ist, ich habe nochmal ein bisschen... bin noch mal ein bisschen detailreicher drüber gegangen. Dann werde ich nämlich hier auf... Ich habe mich noch nicht bewegen. Mein Lookphone klingelt. Okay. Ah, ihr seht's, ich habe jetzt so kleine Serviette in der Tasche stecken, habe Knöpfe, meine Krawatte ist in die Jacke gesteckt, habe Taschen, habe weiße Ärmel. Ich habe so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Liebe reingesteckt. Im Zylinder habe ich auch ganz kleine Details gemacht, aber die sieht man gar nicht. Und hier ist Snap aus Looks Laden am Apparat. Ich spreche doch gerade mit Zombie, oder? Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 45.000 Sternis auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig unser Angebot nutzt. Bis dann. Hoffentlich im Laden. Okay, ja. Ich habe noch ein bisschen Zeug verkauft. Cool. Ja, meine Blümchen hier sind auch gewachsen. Genau, ich habe hier so ein bisschen Zäune hingestellt. Nicht ultra viel gemacht eigentlich. Das vergrabene Geld. Hier sind die ganzen anderen Pflanzen. Oh, guck mal, eine Kreuzung ist hier gewachsen. Ja, du verkaufst wahrscheinlich Kleidung. Und das Rübenschwein müsste heute unterwegs sein. Ich bin noch nicht so ganz im Rüben-Game drin. Ach, guck mal, da sind sogar Pfirsiche gewachsen. Aber wir kommen schon klar. Guck mal, das Museum steht. Was ein fetter Palast. Ist ja auch cool. Die hier kann ich entfernen. Die wächst nicht. Habe ich gestern schon gesagt. Achso, ja, meine Tasche ist voll. Warum nur? Ich habe gestern Nacht auch noch kurz geangelt ein bisschen. Und ja, das wollte ich alles abgeben. Den kann ich mal kurz platzieren, den Holzspiegel. Ja, das sind alles Dinge zum Abgeben. Manche davon sind so richtig cool. Deswegen stelle ich mal kurz der hier. Den haben schon einige gefangen, aber ich kann mal jetzt rausholen. Tada! Der hier ist auch cool, der Glaskopffisch. Tada! Ist, glaube ich, irgendwie 13.000, 14.000 wert. Das ist der teuerste Fisch, den ich gefangen habe, der Glaskopffisch. Jo. Dann habe ich hier noch so eine coole Mantis gefunden auch. Tada! Und ein Hundertfüßler. Tada! Ja, die werde ich jetzt alle abgeben. Und dann hoffe ich, dass ich keine aus Versehen schon verkauft habe, die ich abgeben wollte. Aber kann passiert sein. Aber hey, der März geht noch ein paar Tage, ich kann die alle noch fangen. Sollte passen. Ja, willkommen im Museum. Wir können mal kurz so rüber gucken. Das ist das krasseste Museum, was je Animal Crossing hatte. Die alten Museen in Animal Crossing waren so zweckmäßig. Ah, die hier sind einfach ultra krass. Guck mal, da ist die Biene.
Kann ich über die Biene lesen? Wespe? 20. März, gestiftet von Zombie. Nee, steht aber nur, wann ich gestiftet habe. Ja, hier werden alle Tiere hängen. Und alle Käfer, die an Bäumen sitzen. Schau mal, wie cool dieses Museum ist. Das ist einfach ultra sick. Hier sind überall die ganzen Palmkäfer dann. Das ist richtig cool. Und guck mal, irgendein Käfer hüpft hier einfach sogar im Museum rum. Der Sandläufer. Und es wird richtig belebt sein, wenn man alles abgegeben hat. Und hier ist sogar so ein Wasserkäferbereich. Und was, ich weiß nicht mehr, wo es da hingeht. Das Museum ist einfach der größte Ort der Welt. Da! Guck mal, hier sind Schmetterlinge. Oh, die habe ich schon abgegeben. Wie viele von derselben Sorte hier rumflattern. Voll süß. Wir bitten untertänigst um Stiftung von Exponaten. Museum von Zylindrien. Ja, 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 bald. Und wohin geht's hier? Ins helle Licht? In den Himmel? Hallo? Ja, guck mal. Da sitzt meine Motte. Hä, hey, warum ist dieses Museum so cool? Das ist einfach tausendmal cooler. Davor waren es aber irgendwie so Glaskästen. Da ist sogar so eine kleine Arztpraxis, warum auch immer. Ja, ich bitte jetzt aber nur nach Stiftungen, okay? Ultra sick. Und ist halt einfach gigantisch groß. Aber das war jetzt der linke Flügel. Okay, der linke Flügel ist hauptsächlich Käfer gewesen. Dann gibt es ja noch einen wahrscheinlich für Dinosaurier und einen für Fische. Also, man fängt keine Dinosaurier, aber so Fossilien. Ne, ihr wisst, was ich meine. Genau, da sind Fische und da oben ist Chillbereich haben wir nur. Gucken wir mal kurz den Fischbereich an. Wenn der Käferbereich schon so krass war, was will man denn bei den Fischen alles machen? Oh! Ja, okay, die Becken sind halt auch richtig cool. So ist eine kleine Notfalltür. Das ist voll schön. Guck mal, der Koi hat hier so einen riesigen Teich. Ah, guck mal, der hält sich mit den anderen Fischen, die ich abgegeben habe bisher. Süß. Da ist so für große Fischenbecken. Da hinten schwimmen ein paar. Ach, wie cool. Okay, aber ich schaue mir noch den Rest an. Gibt es hier noch einen Raum? Der alles zwei Räume hat. Mindestens. Wenn nicht sogar drei. Ah, guck mal, hier ist so für die ganzen Nachtfische wahrscheinlich der Bereich. Cool ist denn dieses Riesenbecken. Da ist eine Makrele drin oder so. Oh, wie schön. Oh, wie cool wird das denn, das alles einzurichten. Und hier ist sogar so kleine Fenster, wo es so perfekt sind zum Durchgucken. Hallo. Hallo, 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 hallo. Und jetzt bin ich nochmal irgendwo abgespaced gelandet. Guck mal, hier können unter mir Fische sein. Da können Fische rumschwimmen. Ah, diese Engel-Dinger. Das ist doch cool, dass bei manchen einfach mehrere da sind. Voll die abgespaceden Röhren. Guck mal, hier geht man durch ein Aquarium durch. Das ist meine Kaiserschnapper und so. Und die flundern. Und die fließen. Verrückt. Extrem cool, das Museum. Ja, und dann gibt es noch den Dinosaurierbereich, aber da haben wir ja noch nicht ein Fossil abgegeben. Die liegen alle noch in meinem Haus. 10 Stück habe ich und ich glaube 5 Stück kann ich jetzt heute nochmal holen. Also 15 Fossilien können wir heute abgeben. Genau, und hier werden Dinosaurier ausgestellt. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so krass sein wie die anderen beiden Gebiete, aber weil Dinosaurier, die tot sind, tatsächlich keinerlei Pflege benötigen. Oh doch, guck mal, es hat so voll diese Linien und so, die rumführen. Extra so voll viele Ausstellungsstellen. Das ist cool. Was ist das? Das habe ich aber nicht abgegeben. Das ist der Meteorit, der auf die Erde krachte. Der die Dinosaurier getötet hat. Diese Lüge-Theorie. Nein. Das wird cool. Okay, okay. Aber hier gucke ich mich um, wenn ich erstmal ein paar abgegeben habe. Ist ja sonst ein bisschen lame. Ja, es gibt viele Fossilien, die bestehen aus so zwei oder mehr Teilen. Da muss man... Also das sind wahrscheinlich so Einteiler-Fossilien, die hier ausgestellt werden. Und weiter oben alles so Mehrteiler. Da muss man halt Glück haben, verschiedene Teile zu finden. Man kann auch häufiger dieselben Fossilien finden und so. Ist ein bisschen Geduldsarbeit, Fossilien voll zu bekommen. Hallo Eugen! Und übrigens, der ist nachts immer wach und tagsüber wird er mal geweckt, wenn man mit ihm redet, weil er halt am Schlafen ist. Ja, nachtaffiner Charakter, sagt er. Oh, Pato, ich bin ein eher nachtaffiner Charakter. Tagsüber schon, ich meine scharfen Äuglein. Aber sagen Sie doch mal, huhu, Zombie, wenn das mal keine Freude ist. Nach langem Warten öffnet das Museum von Zylindrien heute endlich seine Pforten. Eine Vermählung von Know-how, Werkskunst und klassischem Inselleben, Improvisationstalent. Und freilich hat Zylindrien sein kulturelles Kronjuwel allein ihrer Spendabilität zu verdanken. Daher von mir aus tiefstem Herzen in höchsten Tönen ein himmelhoch jauchzendes Danke. Werfen Sie doch gleich mit mir einen Blick auf den Raumplan unseres famosen Hauses. Wie Sie sehen, befinden sich zunächst einmal Zugänge nach links, nach rechts sowie in Richtung Keller.
Ein jeder führt zu Ausstellungssälen, in denen unsere bisher gestifteten Stücke zu sehen sind. Zuhu, jedem, bei der Einrichtung der Fossilienausstellung mögen wir etwas voreilig gewesen sein. Bis dato wurde auf dieser Insel nämlich noch kein einziges Fossil gefunden. Doch ich bin zuversichtlich, dass sich dies bald ändern wird. Aber wie dem auch sei, ich heiße Sie noch einmal herzlich im Museum von Zylindrien willkommen. Interessant, dass er sogar anspricht, dass ich kein einziges gespendet habe. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie mir etwas stiften möchten. Ich will etwas stiften. Kablev, was gedenken Sie uns zur Verfügung zu stellen? Erstmal den teuersten Fisch der Welt. Huhu, dann ganz klar, das ist ein Glaskopffisch. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen über den Glaskopffisch. Ja, bei so etwas seltenen Dingen, hau her. Famos, sowas lässt sich nicht zweimal sagen. Glaskopffische sind Tiefseefische mit einem durchsichtigen Kopf, sodass manche ihrer Organe sichtbar sind. Auf den ersten Schreck wirkt das absurd, hat allerdings Vorteile. Sie können Dinge direkt über sich sehen. Ich muss allerdings gestehen, je mehr ich über Tiefseefische weiß, umso glücklicher bin ich an Land. Und das war's im Groben. Cool. Dann erzähl mir mal was über den Riemenfisch. Die anderen kann ich einfach so abgeben. Uhu, das ist ja ein Riemenfisch. Ja, erzähl mir etwas zum Riemenfisch, sehr gerne. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Der Riemenfisch ist lang und alt, ein Aal, er kann bis zu 8 Meter lang werden. In verschiedenen Legenden taucht er als Bote der Götter auf. Mir scheint, eine solche Kreatur könnte das Rätsel um die Existenz gigantischer Seeschlangen lösen. Wobei natürlich gut dokumentiert ist, dass man zur Übertreibung neigt, wenn es um Seemonster geht. Und das war's im Groben. Ja, ich hab's mal normal vorgelesen, weil... ist früh. Und die Infos will ich jetzt hier auch nicht durchballern. Ja, ich spule mal vor, ne? Ich baller mal alles rein. Fertig. Okay, wir haben ein paar Sachen gespendet. Übrigens, bei den Duckmalen kann man den rechten Stick nach unten antippen und springt direkt zu dem, wo man hingehen kann. Wo man was abholen kann. So, als nächstes muss ich 20 Tage verbringen auf der Insel. Gottes Willen, das wird eine Aufgabe. Und wir haben schöne Aufgaben da oben. Es ist einfach nur, fange eine Flunder. Oh, das ist gut. Es gibt 600 Punkte. Insekten allgemein, Bäume. Reichtum dank Top-Ankauf des Tages und bastle Sachen. Okay. Also wir haben noch die Fossilien. Da müsste ich erst über die Insel laufen und die restlichen sammeln und dann die hier abgeben. Guck mal, ein Haus links auf der Map ist schon bezogen. Unten rechts auf der Minimap auf der linken Seite. Okay, erstmal der Reihenfolge nach. Gestern sind noch zwei Sachen passiert. Erstens, ich habe mein Haus nochmal geupgradet. Das sollten wir sehen, wenn wir reingehen. Ich habe auch ein bisschen die Wanddeko und so angepasst. Jo. Ah, wir haben nämlich scheinbar schon einen zweiten Raum. Echt, es ist schon so weit gewesen, dass ich einen zweiten Raum bekomme. Verrückt. Mein Zimmer ist schon so groß. Ja, wir haben ein zweites Zimmer. Ist das nicht schön? Ja, ist ein bisschen leer, aber Möbel habe ich ja allgemein noch keine. Und ja, ich habe hier nur noch ein Whiteboard. Das habt ihr ja vielleicht am Folgenanfang schon gesehen. Genau. Das hat 200.000 gekostet, das nächste kostet... und... den Clip, wie ich upgrade, hier. Hallo, Aufnahme, wie ich mein Haus abbezahle. Muss ich ja vorm Tageswechsel machen. So. Bankautomat möchte ich bitte. Kreditzahlung. Wir haben 260.000, also rein... Oh, warte. Abbuchung. Also rein damit. Zack, haben wir noch 62.000 über. Ist mehr als genug, um mir alles leisten zu können. Und hurra, damit ist mein Haus abbezahlt. So, dann reden wir mal mit dir und holen uns direkt den nächsten Schuldenhaufen. Ne, morgen erst dann, ne? Ja, genau. Oh, hallo Zombie. Glückwunsch, du bist jetzt stolzer Besitzer eines voll abbezahlten, luxuriösen Eigenheims. Ich kann mir nicht vorstellen, wie toll du dich jetzt fühlen musst. Ich meine, was könnte besser sein? Ja, du könntest noch einen Raum anbauen. Das wäre tatsächlich so rein technisch betrachtet besser. Ach, hör nicht auf mich. Ich kann einfach nicht anders. Aber wenn dein Interesse geweckt ist, sprich mich mal an. Ja, woher, komm. Sofort. Oh, hallo, hallo. Darf was sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Das müssen wir übrigens auch nochmal anklicken beim nächsten Mal. Oder tun wir vielleicht in der Folge hier. Ich möchte Eigenheimberatung. Ich würde dir empfehlen, noch ein Zimmer anzubauen. Wenn wir es hinten anbauen, ändert es nicht das Aussehen eines Hauses und ist günstiger relativ gesehen. Das würde dann einen Kredit über 348.000 Sternis einfordern. Ja, direkt 150.000 nochmal teuer. Was sagst du? Wäre das was? Ja, bitte.
Oh Gott, so viele Fische, die ich fangen muss. Ausgezeichnet, ich werde sogleich den Beginn der Baumaßnahmen veranlassen. Bis morgen Vormittag sollte alles fertig sein. Wie aufregend. Okay, dann sollten wir jetzt in der Folge, wo wir sind, schon ein neues Haus haben. Deswegen, goodbye. Genau, dann habe ich noch Harvey getroffen. Den Campinghund von New Leaf, womit man die Amiibos benutzen konnte. Der ist hier am Strand rumgelaufen und hat gesagt, besuch mich doch mal auf meiner Insel. Und es kann das hier. Bonus-Content, hallo. Ich habe Harvey hier am Strand getroffen, wer ihn kennt, aus New Leaf. Der kam mit dem Update von New Leaf, was irgendwie ultra spät kam, das Update. Aber ja, gab es da, glaube ich, sogar nochmal eine extra Special-Version oder irgendwie sowas war. Da habe ich ja das Let's Play gestartet und das ist der Campinghund. Hey, hey du, sag mal, woher wohnst du auf dieser Insel? Dachte ich mir doch. Ich bin Harvey von nebenan, also Nachbarinsel, grüß dich. Meine Freunde sagen zu mir einfach, ha, zu mir, wieso? Na, Harvey, Harvey. Das klappt aber nur, wenn man es laut sagt. Sorry, Versuch der Karlauer und so. Ich wollte was. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen, was ich wollte. Ach ja, ich höre ständig von eurer Insel und wie locker und relaxed es sich hier haust. Dann wollte ich mal Hallo sagen, also der Insel und euch und so. Eigentlich suche ich ja Ideen, um eine neue Künstlergruppe zu starten und so. Jetzt erklär mir mal, eigentlich soll ich hier doch gar keiner wohnen, einsame Insel und so. Bist du jetzt hier der Chef oder wie? Moment mal, hier, beste Idee aller Zeiten. Du solltest mal mein Fleckchen Erde besuchen kommen. Spazier einfach zum Flughafen und frag nach Harveys Insel. Da wohne ich, fein, oder? Na, danke jedenfalls für den netten Schwatz. Ich mache mich mal auf und schaue mir Zylindrien an. Okay. Kein Rauchen auf meiner Insel. Wenn du mal mein trautes Heim begutachten willst, mach dich vom Flughafen aus zu Harveys Insel auf. Kann ich machen. Na klaro. Genau. Und deswegen kann ich jetzt auch zu seiner Insel, wo wahrscheinlich... Geld. Ja. Wo ich wahrscheinlich Amiibos benutzen kann und vielleicht wieder mir Bewohner auch auf meine Insel locken kann. Aber lesen wir doch erstmal unsere Post. Die Fossilien haben Zeit. Warum ist so viel Post hier? Gulliver. Den haben wir gestern geholfen, ne? Dank deiner Hilfe bin ich wieder bei meiner Mannschaft. Der Mart hat die Augen gerollt und das Mutige gesäuft. So sieht Wiedersehensfreude aus. Jedenfalls hast du hier ein Geschenk von meinen Reisen. Gulliver, der Seemann. Dann gucken wir doch mal. Geschenk, auspacken. Ein Steinmonument. Danke? Vielleicht? Ja, wir können es ja auch platzieren eigentlich. Okay. Danke, dass du mir Stonehenge schenkst, Junge. Ja. Ein Wunder, dass dein Schiff nicht untergegangen ist. Okay, dann benutze ich die 1000 Sternis. Die ganzen anderen Viechis hier unten kann ich verkaufen. Die habe ich ja scheinbar schon abgegeben, das ist gut. Aber wir haben noch 20 weitere Post. Von der Akademie. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist ein Geschenk für dich, um die Vergrößerung deines Hauses zu würdigen. Vielleicht möchtest du damit dein Zimmer einrichten, das nur deinem Hobbys gewidmet ist. In die Tasche. Dann von Philippa. Hab gerade von einem neuen Zimmer in der Hütte erfahren. Ist das noch frei? Hahaha, ich mach bloß Witze. Vielleicht aber auch nicht. Das Geschenk kriegst du aber auf jeden Fall. Also viel Spaß damit. Okay, von unserem Vogelmitbewohner. Dann Post von Nintendo. Danke, dass du die Joy-Con mit der besonderen Farbgebung verwendest, die zusammen mit Animal Crossing New Horizons erscheinen. Dafür möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Oh, die habe ich gestern mal an meine jetzige Switch rangemacht. Interessant. Hey, Zombie, wir wollten uns dafür bedanken, dass du mit Dodo Airlines fliegst. Wir wissen, dass du nicht viel Auswahlmöglichkeit hast, aber trotzdem danke. Anbei ein kleines Dankeschön zur Kundenbindung. Okay. So, welches Geschenk ist von wem? Eigentlich müssten sie ja in der Reihenfolge sein. Das müsste von dem Hausclub sein. Ein Sonntag. Das von Philippa. Fahrradgeometer. Das von Nintendo. Nintendo Switch, Animal Crossing New Leaf. Ach, wie süß. New Horizon, meine ich. Und das müsste von Dodo Airlines sein. Ein Dodo Airlines Shirt. Oh, wie cool. Dodo Shirt. Dodo Shirt. Warum habe ich eben meine Switch weggemacht? Die Leute haben sich so gefreut, dass ich die durchgehend angelassen habe. Wie fucking cool ist das denn? Jetzt habe ich hier eine New Leaf Switch stehen. Ich muss doch Spielzeit farmen. So, ja. Hier kann man leider nicht anmachen. Aber wie cool ist das denn? Aber zwei verschiedene Switches hier drin zu haben. Gucken wir uns auch nochmal den Sandsack und das Fahrradgeometer an. Ach so, so ein Ding ist das. Ah,
Thanks. Oh, kann man sogar anmachen. Voll süß, wenn man mit Sachen interagieren kann. Piep, piep. Kann ich dich boxen? Jawoll. Dicke Muskeln. Jetzt kann ich alles kaputt prügeln. Ja, Möbel ist allgemein bei mir noch so ein bisschen problematisch, weil es nicht so viel Auswahl gibt. Hallo? Und pinkst du noch? Achso, das ist noch ein einzelner Brief. Punkte, Rang B. InDesign-Tipp. Wie kann ich überhaupt Rang B haben? Meine Wohnung war komplett leer. Ah, danke. Vielen Dank. Wir haben noch nichts gemacht. Meine Aufnahme läuft 25 Minuten. Was zur Hölle ist mit diesem Spiel los? Was ist denn heute Top-Ankauf des Tages? Bauklotz-Bücherregal. Ah ja, müsste ich also verkaufen, um mehr Geld zu bekommen. Sie zahlen da das Doppelte dafür bei dem Top-Ankauf des Tages. Oh, warte. Geld. Die macht... Wenn sie guckt, dann ist man fast in Reichweite. Perfekt, eine Orchideenmantis. Cool, kann ich verkaufen. Glaube ich auch ein bisschen Geld wert. Gut. Ist hier noch irgendein Blümelein? Insekt? Nee, gerade nicht. Steht auf dem schwarzen Brett was Neues? Nein. Gut. Da stand da, glaube ich, öfter was drauf. Reden wir mit dir? Ja, wir klären wir doch dich ab. Hallo. Guten Tag. Moment. Tina. Ah, Momentchen. Habe ich dich nicht vor einer Weile schon beim Laden gesehen? Mach dir nichts draus. Falls du es vergessen hast, aber ich bin Tima. Tina. Ich bin eine alte Freundin von Nep, Schlepp und natürlich auch Tom Nook. Eine ganz alte Freundin. So habe ich von Zylindrin gehört und kam hierher, um Kleider und anderen Kram zu verkaufen. Langfristig träume ich davon, hier ein Geschäft zu öffnen. Aber erst, wenn ich einen Kundenstamm habe. Ich werde bestimmt jede Woche ein paar Tage bei euch auf der Insel sein, also sprich mich ruhig mal an, ja? Ach, weißt du was? Wow! Wo wir schon dabei sind, möchtest du mal sehen, was ich heute im Angebot habe? Ja, klar. Sag mal. Spitze, dann zeige ich dir gleich mal, was du heute Tolles bei mir kaufen kannst. Aha! Mehr Kleidung. Ach, guck mal, ein lila Pulli. Und weiße Jeans. Die Jeans kostet 1000 Sternis. Gekauft. Gerne doch. Die Schlafmaske finde ich lustig. Und den lila Pulli hole ich auch noch. Dankeschön. Fertig? Mein Angebot wechselt übrigens ständig, also lohnt es sich immer einen Blick zu riskieren. Vergiss nicht. Heißt es ständig mit täglich oder... Wenn ich hier auf der Insel bin, kannst du von frühmorgens bis 22 Uhr bei mir vorbeischauen. Okay. Also genauso wie Nepp und Schlepps Laden. Wird hier auch nicht nur noch begrenzt offen. Tada, weiße Jeans. Schau mal cool. Jetzt bräuchte ich nur noch coole Schuhe. Tada, ich sehe... Oh, das kann ich mit dem Mundschutz gleichzeitig tragen. Ultra nice. Und lila Pulli. Yo. Das ist der Style. Der Lifestyle. Das sieht da Rüben. Oh, ich muss gucken, was der Preis ist. Hallo, Rübenschweinchen. Oh, die hat Schnodder in der Nase. Hallo. Schnodder-Physics. Hallo, hallo, ich heiße Johanna. Kennst du Sigrid, meine Oma? Omi kennt fast alle, darum frage ich es auch jeden. Und sie meinte, ich bin ja jetzt schon ein großes Mädchen, da könnte ich mit meinem Familiengeschäft helfen. Ach, die lebt doch, die Oma. Das ist ja gut. Ach so, du weißt ja gar nicht, was das Familiengeschäft genau ist. Ich sag's dir. Rüben verkaufen. Sagt dir der Rübenmarkt was? Nein, das ist kein Bauernmarkt oder so. Da werden Rüben gehandelt und zwar aus der Ferne. Über Leute wie mich und meine Oma. Genau, und ich bin jeden Sonntag hier und biete frische Rüben an, die zu dem Markt gehören. Ach, ich bin so doof, ich soll doch gar nicht so direkt fragen, dann kauft doch keiner. Omi hat mir oft erklärt, was ich sagen soll. Also, wie war das nochmal? Weißt du schon, wie der Rübenmarkt funktioniert? Das ist was voll Interessantes. Erzähl mal. Punktlos, Jona, kein Lampenfieber. Also, Rüben sind leckere Gewächse, die voll toll in Eintöpfe passen oder in Gemüsepfanne oder... Aber nicht die von uns. Omi sagt immer, die von uns sind zum Handeln, gar nicht zum Essen. Wobei mit dem richtigen Gespür fürs Timing machen die sie dafür dein Sterni-Konto schön dick und prall. Soll ich weiter erklären? Ja, erklär mir weiter die Aktienrüben. Alles klar. Also, wo war ich jetzt nochmal? Ach ja, der Sinn von unseren Rüben ist folgender. Man kauft sie, wartet, bis sie mehr kosten und verkauft. Das nennt Omi immer spekulieren, aber wo da jetzt der Speck im Spiel kommt, weiß ich nicht genau. Na, Speck ist jetzt erstmal Wurst. Versteht ja keiner, was die Erwachsenen so sülzen. Wow. Okay, das waren zu viele Puns auf einmal, aber danke. Nepp und Schlepp kannst du, oder? Wir kaufen dir die Rüben dann wieder ab. Soll ich weitermachen? Ja, mach ruhig. Gut, jetzt kommt das Allerwichtigste. Hör gut zu, ja, dann weißt du Bescheid. Die Rüben soll man nämlich nicht zu lange behalten. Nach einer Woche werden die nämlich faul. Wenn du also welche von mir kaufst, musst du sie vor nächsten Sonntag verkaufen. Wichtig, sonst Matsch.
Und Omi sagte, Matscherüben sind das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Bis auf eines. Die ganzen Sterne, die bei der Matschierung verloren gehen. Das ist das Allerschlimmste. Okay. So, fertig mit der Rüben-Story. Im Moment kostet eine Rübe 97 Sterne. Ja, alles unter 100 ist perfekt. Ich würde gerne welche kaufen, aber ich hole gleich welche. Sekunde. Ist gut, dann vielleicht beim nächsten Mal, ja? Ich muss erst mein Geld von der Bank abheben. So, was ich mitbekommen habe, die gehen, glaube ich, so bis 150 hoch oder sogar noch höher. Also alles unter 100 ist ein Dream-Preis. Sogar 110 ist noch gut. Also 97, yes. Oh, noch eine. Zack. Perfekt. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal kurz hier zu Tom Nook. Hab Angst, dass er mich anschreit, dass er irgendwas Neues für mich zu lernen hat. Und heb Geld ab. Ja, ja, natürlich will Tom noch irgendwas. Oh, hallo, Jobel. Dein Zuhause hat jetzt einen zusätzlichen Raum, hm? Mach damit, was du möchtest. Dann gäbe es noch eines. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 350.000 Sternis, hä? Ach ja, bitte führe Rückzahlungen wie zuvor über deinen Automaten durch. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Oh. Er hat mich gar nicht in sein komisches Ding gezwungen. Cool. So, Bonus, Tag 4, 150 Bonusmeilen. Alter, irgendwann kriegt man einfach 100.000 Meilen fürs Einloggen. Bankautomat, ich möchte bitte all mein Geld abheben. Auszahlen. Maximaler Betrag. Okay. Jawohl. Ich schon 100.000 wieder ab? Mit, Ben. Achso, stimmt, es kam ja 45.000 auf mein Konto drauf. Weil ich in der Nacht noch über die Verkaufskiste Sachen verkauft habe. Das ist cool. So, Rübenschweinchen. Du hast hier irgendwo. Da. Komm her. Hallo, na, ein paar Rüben gefällig? 97 Sternis das Stück. Ich kaufe welche. Juhu, gut, und wie viele genau? Eine kostet 97 Sternis. Wir kaufen eben 10er-Punk. Maximum. Kann ich so viele kaufen? 100.000 Sternis? Gut. 1160 Stück, das macht dann 112.000 Sternis. Na, schlägst du zu? Ja, damit. Hihihi, bis zum nächsten Mal. Zack, zack, zack. Flup. Rüben. Ich hoffe, es war wirklich wert. Rüben, Rüben werden groß, Reichtum fällt hier in die Schoß. So, jetzt muss ich gucken, dass ich bei mir auf der Insel und bei Insel von Freunden checke, wo der Rübenpreis am höchsten ist. Und da muss ich die Rüben dann wieder verkaufen. Und dann kriege ich da wieder dadurch ein bisschen Geld. Und das ist ganz gut für, ja, Hausabzahlen, ne? Mit Rüben haben schon viele ganz groß, das ganz große Geld gemacht. Bitte kaufen und teuer verkaufen. Das soll von nun an dein Grundsatz sein. Aber denk dran, dass Rüben nur eine Woche haltbar sind. Ja, ich glaube, in der Woche finde ich schon irgendeinen teuren Preis. Gucken wir mal ins Geschäft bei Nepp und Schlepp. Hallo. 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 Willkommen in Nuxladen. Rübenpreise, genau, hier kann ich nachfragen. Sonntag ist der Rübenhandel leider geschlossen. Morgen sind wir wieder alle für Rübenwünsche da. Können wir sonst noch etwas für dich tun? Ah, okay, also muss ich die echt bis morgen behalten. Egal. Die werden gut umgewandelt. Die werden gut verwendet. Aber wenn wir gerade dabei sind, gucken wir kurz mal alle Shops durch. Und danach ist der Part vorbei und dann machen wir... Ich glaube, ich brauche echt 2 Parts pro Tag. Es passiert zu viel. Vielleicht mache ich später auch mal die Folgen länger. Ja, für den Anfang hätte ich gerne so schön kurz. Also es gibt diesen schönen Tropfenschirm heute. Pinkes Geschenkpapier, das ist cool. Und was gibt's hier für Tapeten? Die Shoji-Wand, die ist cool. Ich habe ja gerade kein Geld dabei, also sage ich einfach mal nein. Die hat auch Chessie, die Abstrakt-Tapete, das ist cool. Ein Blauteppichboden, ich habe ja die Blauwand, das ist cool. Die Orangewand gefällt mir auch. Ja, vielleicht kaufe ich ein paar davon. So, dann gibt's hier eine hässliche Uhr, eine Mülltonne, Geschirr und ein nicht fertiges Puzzle. Danke. Nein, danke. Dann gucken wir bei dem Automaten, was es heute gibt. Oh Gott, Tom Nook, nein. Ich will deinen Bastelkurs noch nicht machen. Ah, Tom, hallo, hallo. Vielleicht hast du schon in der Durchsage gehört, aber ich biete einen Kurs zum Umgestalten an. Wenn du diese Fähigkeit meisterst, macht das Basteln gleich noch mehr Spaß. Schau es dir mal an. Ja, gleich. Nook Shopping. So. Es gibt ein Flamingo. Die Switch, die ich gerade geschenkt bekommen habe für 35.000. Ach nee. Doch, das ist heute Angebot, ne? Ja, die Switch, die ich gerade geschenkt bekommen habe, gibt es hier. Für sehr teuer. Seefahrer Lied 2001. Schuhe. Ein Minirock. Und, ja, nicht so krasses sonst. Nice.
Gibt es irgendwelche krassen Zäune? Eine Steinzaun. 1000 Meilen, das klingt cool. Wo sind meine 1000 Rüben? Ach, 100 Rüben steht da. Okay, ich wollte schon sagen. Haben meine Rüben überhaupt alle in mein Inventar gepasst? Was wäre, wenn mein Inventar voll ist? Hätte die dann was gesagt? Na gut, wenn ein Stapel nicht voll ist, dann hat es ja gerade so gepasst. Puh, Glück gehabt. So, Rüben darf ich ja nicht verkaufen, aber ich kann mal das ganze andere Zeug verkaufen, was ich gerade nicht verwende. So, wie viel Geld kriege ich denn für meine ganzen Superkäfer? Ja, guck mal, 18.000 Sternis. Kann ich direkt nochmal in Rüben investieren. Ich könnte halt echt auf den maximalen Gewinn gehen. Und einfach heute alles in Rüben investieren. Mit einem extra Raum müsste ich auch mehr Platz zum Lagern in meinem Haus haben, oder? Ich habe jetzt 240 Plätze, einfach doppelt so viele. Jawohl, rein mit den Rüben. Kann ich die nicht lagern? Warum darf ich meine Rüben nicht lagern? Wäre echt doof, wenn ich meine Rüben nicht lagern dürfte. Kann ich nur ablegen oder essen? Ich will meine Rüben nicht essen. 1160 Rüben habe ich im Inventar, das passt. Aber ich würde die gerne lagern dürfen. Naja, das ist erstmal mein Problem. Eine Gottesanbeterin, haha. Ja gut, dann würde ich sagen, was ist mit dem Part? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gucken wir uns den Bastelkurs von Tom Nook an, schauen mal, wie es so um die Häuser steht, um den neuen Bewohner, können wir auch begrüßen. Und ja, sollte genügend sein dann beim nächsten Mal. Deswegen Zeit zum Schlafen. Ich nehme jetzt 40 Minuten auf, das sollte eine schön lange Folge sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimbelmann.